Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin momentan noch in den USA und habe natürlich die Chance genutzt und war kräftig beim Outdoor-Ausrüstung einkaufen. Habe geschaut, dass ich Ausrüstung finde, die mir gefällt, die ich so in Deutschland nicht so einfach bekommen kann. Und wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Gearporn und sehen wollt, was sich in diesen Paketen befindet, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja Leute, ich befinde mich momentan mitten in den Appalachen, in den südlichen, in der Nähe von Murphy. Dort haben wir uns so ein wunderschönes kleines Waldhüttchen gemietet, direkt an so einem Wasserlauf, direkt hinter mir ein wunderschöner Wasserfall. Also das Rauschen im Hintergrund kommt nicht von der Kamera, sondern von dem Gewässer hier. Wir hatten gestern eine ziemlich heftige Fahrt. Wir sind den Blue Ridge Parkway gefahren von Asheville Richtung Süden. Und zur Mittagszeit hat uns oder haben uns die Ausläufer von diesem schweren Hurricane, der hier Texas ziemlich unter Wasser gesetzt hat, getroffen. Es war wirklich heftig. Ich habe kurze Zeit gedacht, shit, wir kommen einfach nicht mehr weiter. Es ist dann aber relativ schnell besser geworden, weiter Richtung Süden. Also wir waren direkt am Rande von dieser Unwetterzone und konnten dann somit die Reise fortsetzen, sind dann relativ spät an unserem Domizil angekommen. Jetzt ist der nächste Tag. Wir haben noch bewölkt. Morgen, übermorgen soll es richtig schön sonnig werden. Aber ich dachte mir, um ein Video zu drehen, vor allem mit einer Kamera, ich habe hier die Sony Alpha 6000 dabei, eigentlich nur zum Fotografieren, weil es ja ein Familienurlaub ist und ich nicht hier filmen möchte. Aber um euch die Ausrüstung vorzustellen, die ich gekauft habe, habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal eine kleine Familienauszeit und filme jetzt mit der Alpha 6000. Ich hoffe, von der Schärfe her klappt es. Ich habe hier ein Ansteckmikro wegen dem Wasserrauschen. Also von dem her, Ton sollte passen, hoffe ich zumindest. Und ja, so eine Auszeit muss ich natürlich gleich auch dahingehend nutzen, dass ich mir jetzt ein schönes, kühles Bier aufmachen werde am Nachmittag hier in diesem Wald. Und zwar haben wir uns hier das Landshark Lagerbier entschieden. Das ist ein ganz leckeres Bier. Es gibt hier eh so viele Sorten. Und was ganz lustig ist, ja, überall steht ja Light drauf, heißt aber nicht leichtes Bier wie bei uns Radler oder sowas, sondern Light bedeutet oder Ultralight so viel wie, geht nicht so auf die Hüften. Puh. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu berichten? Wir waren jetzt eine Zeit lang am Meer, sind jetzt noch ein paar Tage hier, Naturtanken. Und werden dann wieder zu unseren Freunden fahren, die wir auch am Anfang des Urlaubs besucht haben, werden dort noch ein paar Tage bleiben. Und dann geht es auch Ende nächster Woche wieder zurück nach Deutschland. Gut, ich habe, um euch hier wirklich ein Unboxing Deluxe zu geben, diese Pakete jetzt quer durch die USA im Kofferraum gefahren. Und ich habe die Pakete noch nicht aufgemacht. Ich musste eins aufmachen, um den Lieferschein zu kontrollieren, aber die Dinge, die drin waren, habe ich nicht gesehen. Das heißt, für mich ist es jetzt genauso aufregend wie für euch. Gut, nach was habe ich die Ausrüstung ausgesucht? Nach welchen Kriterien? Ich habe geschaut, Ausrüstung zu finden, die ich in Deutschland nicht bekommen kann. Das war die oberste Priorität. Beziehungsweise wenn, dann nur mit extrem hohen Versandkosten, dass es sich einfach nicht lohnt, sowas zu kaufen. Es sind noch ein paar Sachen dazugekommen, die man auch in Deutschland bekommt. Die werde ich euch unten auch verlinken. Ansonsten würde ich sagen, nehmen wir einen Schluck kühles Bier, genießen die kleine Auszeit. Und starten mal, nicht mit den Paketen hier, weil hier sind die Dinge drin, die es in Deutschland auf keinen Fall gibt. Ich schnappe mir einfach mal eine Tüte da unten und wir legen los. Ich war jetzt in den USA in drei verschiedenen Outdoor-Läden. Sind alles Ketten, relativ große. Der Ray ist so ähnlich vom, habe ich so das Gefühl, wie der Decathlon bei uns in Deutschland. Dann der Bass Pro ist mehr ein Shop für Fischer, Angler, Bootsfahrer.
Jäger. Outdoor-technisch, zumindest in den beiden, in denen ich war, ja, haben schon was da, aber ging so. Und dann war ich noch im Cabela's, finde ich jetzt den interessantesten Shop. Also die paar, die ich halt besucht habe. Gut. Legen wir mal los. Was habe ich Schönes eingekauft? Bekommt man auch in Deutschland eine Aufbewahrungsbox für Eier? Hatte ich noch keine für 2 Stück. Gerade für die kommenden Kochvideos, also ich möchte so eine Kochreihe starten, habe ich mir gedacht, das ist immer hilfreich. Dann habe ich mir von Cabela's die Eigenmarke jetzt für den Herbst und auch für den Winter nochmal richtig schöne Merino-Wollsocken gekauft. Die haben 7 Euro gekostet, unglaublich günstig. Vielleicht werde ich mir dann nochmal 2 oder 3 Paar sogar nochmal mitnehmen, wenn ich dort nochmal auf dem Rückweg dann nochmal dran vorbeifahre. Ja, ihr wisst ja, trockene Socken ist der Schlüssel zu einer warmen Nacht. Nicht vergessen. Dann habe ich mir, auch in Deutschland erhältlich, von Nalgene, auch jetzt nicht unbedingt teurer, diesen kleinen Flachmann geleistet, mehr als Erinnerung an diesen Urlaub, habe ich beim Goose von Ruhrpott Outdoor gesehen und gedacht, hey, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ja, das war mehr so ein spontan Emotionalkauf. Ja, mal gucken, wo ich die zum Einsatz bringen werde. Dann habe ich mir als kleine Erinnerung ein Geschirrhandtuch gekauft, das ich sehr schön finde von der Farbe, mit einem kleinen Spruch drauf. What happens in the woods stays in the woods. Also, was in den Wäldern passiert, bleibt doch in den Wäldern. Finde ich eigentlich ganz cool, weil, ja, sehr passend. So, der letzte Gegenstand, den ich in Cabela's gekauft habe, den gibt es auch in Deutschland, das weiß ich, ist nochmal so ein Klappgrill. Ihr wisst ja, dass ich diesen Klappgrill, den ich habe, wahnsinnig gerne einsetze, mal als kleinen Tisch oder einfach nur, damit man mal über den Kohlen kochen kann. Dieser hier ist ein bisschen kleiner. Ich mache ihn mal auf. Vielleicht brauche ich den heute noch zum Steak grillen. Der ist von der Fläche her ein Ticken kleiner wie den ich schon habe. Und ich habe vor, hier sogar nochmal, ja, mal gucken, vielleicht 2 Elemente rauszusägen und den Fuß umzusetzen, dass ich wirklich nur eine kleine Fläche habe, wo ein schönes Steak drauf passt, den ich auch nehmen kann, um zum Beispiel auf einen Hobo draufzusetzen, dass ich da nicht extra noch so ein Grillblech mitnehmen muss. Finde ich echt klasse und der ist hier wirklich ums Dreifache günstiger, kostet nur ein Drittel. Da werde ich mir aber noch mal einen mitnehmen, weil die einfach hier so wirklich günstig sind. Gut, schnappen wir uns die zweite Tüte. Da sind die Sachen drin, die ich so querbeet gekauft habe. Zum einen in dem Bass Pro gab es auch Eigenmarke, klar, made in China. So ein Set mit 2, 4, 6 kleinen Taschenlampen, komplett mit Batterien. Das Ding hat auch umgerechnet 7-8 Euro gekostet. Finde ich natürlich klasse für die Kinder. Oder wenn man mal Übernachtungsparty von den Kindern hat, dann hat man einfach ein paar Taschenlampen da oder mal eine fürs Auto. Also wirklich, das ist preislich unschlagbar. Da wundert man sich manchmal, warum die China-Ware bei uns in Deutschland so viel Geld kostet. Also das hier war wirklich ein Schnäppchen. Auch richtig schön Aluminium. Also nicht roh Aluminium, sondern besser wie das Plastikzeug. Dann habe ich in einem Supermarkt, im Publix, eben auch für die Kochserie und weil ich gerne auch mal schönes, dickes Fleisch mitnehme auf meine Touren, eine kleine Kühltasche gefunden. Hatte ich in Deutschland auch mal danach gesucht, aber in der Form nicht gefunden. Ich habe nur beim Decathlon gibt es auch eine kleine, aber die ist dann trotzdem relativ groß und man muss wieder diese Kühlakkus einlegen. Diese Tasche, die kommt so wie sie ist ins Gefrierfach, weil dort in der in der Tasche an sich ist dieses Gel schon mit, oder diese Gelpolster vernäht.
Und die kann man so zusammenfalten. Also man bekommt eigentlich einiges rein, ja. Aber wenn man nicht die komplette Größe braucht, dann kann man dort da sein Steak reintun und so zusammengefaltet lassen. Und das Ganze ist schön klein, kompakt und handlich. Wird es vielleicht in Deutschland auch geben. Ich habe da nicht lange danach gesucht, habe die einfach so beim Vorbeilaufen gesehen und gedacht so, boah, cool, wollte ich eigentlich schon immer haben. Na, schauen wir mal. Da war noch was in der Tüte. Habe ich auch im Best Pro gekauft. Das ist einfach nur so ein Mini-Salz- und Pfeffer- bzw. anderes Gewürzstreuer. Machen wir auch mal auf. Wirklich total klein. Reicht, denke ich, gut, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Ich habe ja sonst immer das Salz und das andere Gewürz in diesen in den Paddlingen drin. Das ist deutlich kleiner und ich denke, das wird mir reichen. So, das waren jetzt mal, sage ich mal, so die kleineren Dinge, die ich habe. Ihr werdet auch die komplette Ausrüstung, die ich hier gekauft habe, auch in meinen kommenden Videos sehen. Ich werde immer mal wieder was dazu sagen, wie sie sich so im Einsatz machen. Falls ihr Fragen habt, klar, runter und unten in die Kommentare einfach eure Fragen stellen. Gut, fangen wir mit dem ersten spannenden Paket an. Das ganze Paket hier, dieser Karton, kommt von Firebox Outdoors. Die haben auch ein ganz, ganz, ganz tolles Sortiment an Hobo-Zubehör, alles, was so mit Feuer zu tun hat. Boah, ich bin selber aufgeregt, Leute. So, was haben wir hier? Zum einen habe ich mir, hat auch nur ganz wenig, 2-3 Euro nur gekostet, so eine schwer entflammbare Unterlage für den Hobo gegönnt. Ganz leicht auch, wiegt eigentlich gar nichts. Kann man also, wenn man draußen irgendwie auf trockenem Untergrund oder auch die Vegetation nicht zu sehr verkohlen möchte, unter den Hobo legen, Hobo obendrauf, anheizen. Die Kohle, die runterfällt, die kommt auf diesen feuerfesten Stoff. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir werden sehen. Dann, wunderbar, das ist ein kleiner Lederlappen. Klar, den kann man sich auch selber machen. Der war aber auch wirklich günstig, also eigentlich günstiger wie das Leder, was man so bei uns bekommt. Und zwar ist es einfach nur so eine Art Griffschutz, wo man mal eine heiße Pfanne anfassen kann, wenn man schnitzt auf seinem Knie, dass man einen kleinen Schutz hat. Finde ich total klasse, passt halt auch ideal zum Trapper-Projekt und sieht, finde ich, total cool aus. Dann, ihr wisst ja, ich habe ja dieses Anblaserohr selber gebaut, habe ich ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch oben. Das Ding ist inzwischen relativ demoliert, ja, weil es wirklich eine ganz billige Antenne war, die ich dort verwendet habe, und da sind jetzt diese Zwischenringe schon kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich in den USA bin, hole ich mir das Original. Und da merkt man auch gleich den Unterschied. Ein idealer Durchmesser einfach. Super stabil. Also so eine Antenne kriegt man halt einfach nicht. Ja. Mal sehen, beim nächsten Hobo einfeuern oder Lagerfeuer, wie sich das Ding machen wird. Dann aus dem Paket, schon der letzte Gegenstand. Da bin ich auch total gespannt drauf, weil ich das super genial finde. Ich habe ja von dem Bigardi Shop da diesen Zebratopf bekommen und den ich auch super brauchen kann für meine Kochserie, die kommen wird. Und das ist ein Pouch für diesen Topf. Das, wenn der schmutzig ist,
kann man den praktisch einfach dort reinstellen und oben zumachen. Nichts Besonderes, außer dass halt die Abmessungen ideal passen. Da ist noch was Zweites dabei. Und zwar so ein kleiner, runder Pouch, wo man seine Gewürze, seine Gabel, man könnte auch sein Drangia und Spiritus alles dort noch reinpacken. Kann man zumachen oben. Und der passt optimal unter diesen Henkel. Also der Henkel bei dem Topf, der wird hochgeklappt. Da kommt dann dieser Behälter unten rein und das Ganze verschwindet dann in diesem Pouch, ja? So. Finde ich eine total coole Sache, direkt abgestimmt auf diesen Zebratopf. Ja, ich freue mich schon richtig, den darin einzupacken. Mensch, es geht hier ja rucki zucki. Ah, was mir hier aufgefallen ist in Appalachen, ich habe eine relativ große Karte mir gekauft von diesem kompletten Nationalpark und dem Anliegenden. Also schon kann man schon sagen, dass es beispielhaft dafür gilt. Es gibt hier Wanderwege, auch toll angelegte, aber dadurch, dass diese Fläche so riesengroß ist, sind die auch sehr weit verstreut. Ich dachte halt, hey komm, wir haben hier so eine schöne Waldhütte, da wird man ein bisschen rauslaufen und schon wird man irgendwie auf den Wanderweg kommen. Ja, Pustekuchen. Also wenn ihr mal in Amerika sein solltet und in den Nationalpark geht, holt euch vorher die Karten, schaut euch die genau an und wählt dann euren Standort aus. Weil es kann sein, wie wir jetzt hier, wir sind hier mitten im Wald, aber man kommt hier nicht wirklich auf Wanderwege. Also wir müssen dann mit dem Auto halt fahren. Ist jetzt nicht schlimm. Wir wollen hier auch einfach nur relaxen hier an diesem Ort mit dem Wasserfall. Aber nur so als kleiner Hinweis. Okay, weiter geht's. So, das nächste Paket kommt von Self-Reliance Outfitters, der Pathfinder School. Da freue ich mich richtig drauf, dieses Paket jetzt aufzumachen. Ihr kennt vielleicht von Benjamin sein Kochset, das auch von dieser Pathfinder School ist, was man in Deutschland einfach nicht bekommt. Das wollte ich mir eigentlich auch erst bestellen, aber dann dachte ich mir, ach, ich habe jetzt so viel Kochzeug schon. Also ich bin eh nicht so der Nierentopf-Flasche oben rein Typ. Deswegen habe ich mir das nicht gekauft, weil es doch auch relativ teuer ist. Aber gucken wir mal, was sich in diesem Paket befindet. Wie an Weihnachten, Leute. Und es war wirklich echt hartes Zeug, hier im Auto spazieren zu fahren und nicht mal reingucken zu können. Dafür macht es jetzt umso mehr Spaß, das mit euch zusammen zu machen. Ein Haufen Verpackungsmaterial. Ja, es bleibt am Stück. So, fangen wir mal mit dem etwas Normalen an. Und zwar, das ist so ein Seil, das im Outdoor-Bereich sehr beliebt ist, um Dinge zu basteln. Ein ziemlich starkes Seil. Das kriegt man in Deutschland auch. Nur dort kostet es halt, glaube ich, das Vierfache von dem hier. Deswegen habe ich mir da gleich ein paar Rollen gekauft. Gerade wenn man so irgendwie so Outdoor-Stühle bauen möchte oder irgendwas verzurren möchte. Klasse. Aber das ist jetzt nicht so das Eigentliche. Ich habe mir hier, bevor ich das hier zeige, ich habe mal diesen Haken dort mir gekauft, den man in eine Flasche stecken kann, um sie vor dem übers Feuer zu hängen. Mal gucken, ob das bei meinen Flaschen passt. Und dann habe ich mir endlich mal einen Teekessel gekauft. Da gibt es von Zebra ja auch einen. Das war so meine eigentliche Wahl. Aber dann dachte ich mir, nein, ich möchte von der Pathfinder School, was hier auch schön als Logo drauf steht, haben als Erinnerung auch an diesen Urlaub. Und das ist ein richtig schöner Edelstahl-Teekessel, den man aufmachen kann. Da ist sogar noch ein Sieb drin, um Wasser heiß zu machen oder was auch immer. Ja? Der wird bestimmt auch öfters in meinen Videos auftauchen.
So, jetzt sind wir auch schon fast durch. Ein Paket fehlt noch. Das kommt von Katoma. Wie ihr wisst, habe ich im Sommer ja wieder meinen Katoma Badger, dieses Biwakzelt mit dem Moskitoschutz, wieder viel im Einsatz gehabt, weil einfach im Sommer mir zu viele Insekten unterwegs sind, was jetzt nicht so zu dem Trapper-Projekt passt, aber ich bin da immer sehr vielseitig. Ich probiere viele Setups gerne aus und im Sommer hat sich das einfach bewährt. Aber es ist relativ schwer, weil es natürlich eigentlich als Not für die Army, als Biwakzelt gedacht ist, das auch den Regen abhält. Aber von Katoma gibt es auch noch, muss ich nur aufpassen, dass ich es nicht beschädige, ist auch für die Army entwickelt worden, für die Soldaten, die in einem Armeezelt untergebracht sind, auf den Feldbetten, dass man das auf das Feldbett einfach draufstellen kann. Es sind unten noch so Schlaufen dran, wo man es einhängen kann. Auch gegen Moskitos. Hat erstmal das gleiche Format wie das Badger auch. Ist aber deutlich leichter, um ein halbes Kilo leichter. Also man kann es wirklich richtig flach zusammendrücken. Also es passt im Rucksack einfach ideal hinten rein. Da werde ich, ja, ich weiß, über das Katoma Badger wollte ich noch ein Video machen. Über das werde ich auch noch mal ein extra Video machen. Vielleicht über beide zusammen wird es sich anbieten. Ich habe noch so eine lange Liste an Videos von Dingen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es das sogenannte IBNS. Genau gleiches System. Achtung! Nur, dass dieses Teil noch schneller aufgebaut ist, weil es gibt keine Stange oben. Das heißt, ich werfe dieses Dings einfach so auf den Boden, mache, wenn ich möchte, 4 Heringe rein und das war's. Und ich habe hier genau die gleiche Größe wie auch dieses Badger. Ich hoffe, man sieht es. einfach ein Moskitoschutz. Genial. Also ich vergleiche das immer, das jetzt hier auf jeden Fall, mit der Hängematte am Boden. Ich meine, die ganzen Leute in den Hängematten, die haben auch ihre Moskitonetze außenrum. Und das ist eigentlich die Hängematte für den Boden. Total geil. Wird aber noch in einem extra Video nochmal kommen. Beim Zusammenbauen denkt man immer, man macht es kaputt. Aber nicht, dass es doch noch jetzt passiert, lege ich es mal unten rein. Ich habe ja noch ein paar Repair-Kits dabei. Weil diese Fiberglasstangen sind mit solchen Konnektoren verbunden, die gerne mal brechen. Da habe ich mir gleich mal ein paar mitbestellt, auch für das Katoma Badger. Ja. Ah. Im Prinzip, das war's jetzt. Ja. Es gibt noch 2 Dinge, die ich mir noch kaufen werde, beziehungsweise eins ist schon bei meinen Freunden angekommen. Und zwar habe ich gemerkt, dass wenn ich eine richtige so eine Walden-Outdoor-Tour mache, das heißt früh an dem Lagerplatz ankommen, dort mittags schon Mittagessen, Lagerfeuer machen und dann wirklich bis nachts an dem Lagerfeuer sitzen, dass ich, wenn ich so einfach am Boden sitze oder mir einen kleinen Stuhl baue, wenn ich mich nicht anlehnen kann und ich wirklich 6 Stunden sitze, klar, man macht ja auch noch andere Dinge, aber man sitzt halt auch einfach sehr viel, dass ich dann wirklich Rückenschmerzen bekomme. Mag vielleicht mein Alter sein, vielleicht meine Konstitution oder mein Körperbau, who knows, ja, ist eigentlich auch egal. Ich habe es aber in ganz vielen Videos gesehen, gerade auch bei den Amerikanern, die auch auf längere Touren gehen, dass die oft diese Helinox-Stühle mitnehmen, die relativ leicht sind, aber doch einen deutlichen Komfortanstieg für die Tour bedeuten. Und da gibt es ja auch noch die anderen Firmen, die ähnliche Stühle bauen, aber die Helinox-Stühle sind eigentlich die Originalstühle.
die einfach hier wirklich nur 50% kosten. Deswegen habe ich mir einen Helinox-Stuhl noch gekauft. Den werdet ihr bestimmt bei manchen Touren dann auch sehen, dass ich einfach, wenn ich am Lagerfeuer sitze, ich mache das einfach gerne, ja, ich kann stundenlang am Lagerfeuer sitzen, dass ich mir ein bisschen anlehnen kann. Weil es ist echt schade, meistens dann so gegen 8, 9, 10, da habe ich dann einfach keinen Bock mehr, weil mir der Rücken wehtut. Und das ist gerade die schöne Zeit, wenn es dann dunkel wird. Okay, das wird jetzt der Vergangenheit angehören, zumindest bei den Touren, die jetzt nicht mehrtägig sind und wo wirklich es auf jedes Kilo im Rucksack ankommt. Und den werdet ihr bestimmt dann noch sehen. Und weil es ist nicht der Helinox One. One heißt der, glaube ich, so dieser Standard, den man kennt. Das ist nochmal was Spezielleres. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Und dann habe ich noch das Thema Trekkingstöcke. Ich habe alte Trekkingstöcke von Leki, damals von meiner Mutter bekommen, die leider nicht mehr lebt. Deswegen hänge ich auch an diesen Stöcken. Aber die sind einfach sackschwer. Die Gewinde gehen auch nicht mehr richtig. Das Zusammenschieben, die sind einfach fertig. Und ich wollte mir neue Trekkingstöcke kaufen. Und diese Outdoor-Kette Ray, die haben auch eigene Trekkingstöcke. Und da bin ich mal überlegen, ob ich die mitnehme. Nicht, weil die jetzt irgendwie günstiger sind, das glaube ich nämlich nicht mal unbedingt, sondern einfach als Erinnerung, weil sie von dieser Marke von hier sind. Mal gucken, das werde ich noch entscheiden. Ansonsten, ja, war das mein Shopping-Erlebnis USA 2017. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Dingen, stellt die unten in den Kommentaren. Die Sachen, die man auch in Deutschland bekommt, werde ich unten verlinken, wie immer. Und ja, ansonsten, wenn euch dieser kleine Exkurs hier, dieser Gearporn gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ja, schaut doch mal bei Instagram vorbei, weil gerade Ausrüstung, da werden auch einige Bilder darüber kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!